Kathi gibt tiefe Einblicke in ihre Lebensgeschichte und ihr Seelenleben. Ich habe ja 50 Jahre den Vater nicht gehabt. Ja. Ich habe den mit 7 Jahren auf frischer Tat ertappt und ich habe ihn verraten. Er hat meine Mutter betrogen und ich habe ihn verraten. Wahnsinn. So, und darauf trennten sich meine Eltern. Und dieses ewige Schuldgefühl, dass ich in meinem Leben immer wieder versuche, etwas gut zu machen. Okay, das kenne ich auch. So, ne? Immer wieder was gut machen. Mhm. So, und er war 50 Jahre nicht da, hat sein Leben gelebt. Er war auch zwischendurch ein echtes Arschloch. Der war einfach gar kein Vater. Der war nicht da. Der war auch nicht ansprechbar. Der war auch nicht, ich hatte überhaupt nie das Gefühl, dass der mich liebt. Jahre später wird bei Kathis Vater Demenz diagnostiziert und seine neue Frau erkrankt unheilbar an Krebs. Er konnte sich nicht um sie kümmern. Dann bin ich von Kiel nach Berlin, habe mein Auto vollgepackt und habe gesagt, ich werde diesen Menschen so gut es geht helfen. Habe mich auf den Weg gemacht und dann begann das Sterben. Du warst im richtigen Moment, bist du in die Geschichte gekommen. Ja, in dem Moment. Und ich habe nicht gezögert. Und es war, auch wenn jeder sagte, die haben sich überhaupt nicht um dich gekümmert. Du bist denen am Arsch vorbeigegangen. Aber ich konnte das überhaupt nicht. Es hat dir auch eine gewisse Erlösung gegeben, oder? Ich konnte das überhaupt nicht. Ich glaube, das war auch wichtig für dich. Ach, süß Bärchen. Ja. Ach, Mensch. Scheiße. Aber in dieser Geschichte liegt aber sehr viel Schönes. Weißt du? Und das, denke ich, das ist das, was du auch jetzt das erzählen willst. Das wollte ich eben erzählen. So, dass es manchmal im Leben eben nicht darum geht, ob es eine Vorgeschichte gab. Und dass man zu Lebzeiten lernen muss, Dinge wirklich zu klären und auch zu verzeihen. Das sind diese Geschichten, wo ich auch nicht hiermit gerechnet hätte in diesem Rahmen, weil sie, glaube ich, tiefer kann es nicht gehen. Und die letzten Worte, die ich mit ihr sprach, die waren, was wird aus deinem Vater? Unglaublich. Und ich sagte, mach dir keine Gedanken. Wenn er möchte, kann er nämlich den Papa mit nach Berlin. Und dann sagt sie, das machst du. Und ich sage, ja, das mache ich, das verspreche ich dir. Und dann habe ich ihm das angeboten und habe gesagt, ich lade dich in mein Leben ein. Und er so, ja, super Idee. So. Und dann ist er mit mir gekommen. Okay. Und jetzt ist das, wir sind Best Friends. Oh mein Gott. Wir sind beste Freunde. Es geht ums Verzeihen, Vergeben. Zu Lebzeiten Dinge zu klären, nicht zu warten. Nicht zu warten, weil irgendwann ist einer weg und dann kann man das nicht mehr klären.